Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Crisis Core. Hype! Im letzten Part, ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Ich hatte eine lange Aufnahmepause. Doch, Moment mal. Wir haben gegen Bahamut gekämpft, wir haben ihn gerackt. Und, ich habe jetzt ein extra super duper awesome Part gemacht, wo ich ein paar Missionen gemacht habe. Wenn wir jetzt mal kurz gucken, mit die geilen Missionen. String! Das sind relativ viele schon erledigt. Das seht ihr an den Haken dort. Ein paar habe ich nicht gemacht, aber ich habe die meisten gemacht, die wir hier noch hatten. Und ja, ich würde sagen, wir machen heute einfach mal mit der Story weiter und halten uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Ich habe so verpeilt, was hier abgeht, ey. Yo, Bruder. Und du willst ein Mitglied von Soldier sein? Wer bist denn du? Du willst ein Mitglied von Soldier sein? Es tut mir leid, Sir. Du scheinst doch nicht begriffen zu haben, dass, was es braucht, um ein wahrer Soldier-Kämpfer zu sein. Motherfucker! Also setz dich gefälligst hin und mach dir ein paar Gedanken darüber, du Arschloch! Fick dich! Was für ein Penner! Was war das denn eben? Kann mich gar nicht erinnern, dich hier schon mal gesehen zu haben. Bist du einer von den neuen Dritten? Mein Name ist Zerg. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ich bin erst seit dem letzten Monat für Soldier rekrutiert worden. Aber was ich auch anstelle, alles läuft schief. Ich bin den anderen irgendwie nur eine Last. Deswegen wurde ich gerade auch so zurechtgewiesen. Hey, du bist bei Soldier, Mann. Kannst dich doch nicht einfach so hängen lassen. Aber wenn ich die nächste Mission auch versiebe, dann feiern sie mich, hat er gesagt. Und bei meiner Tollpatschigkeit... Jetzt gib dir mal einen Ruck. Ja, man bringt dich bestimmt nicht weiter. Ja, aber... Du weißt wohl auch nicht, was du willst, oder? Also gut. Dann werde ich eben deine nächste Mission für dich bestreiten. Wirklich? Das würdest du tun? Du darfst es nur keinem erzählen. Schau mir einfach zu und versuche dir etwas abzuschauen. Okay, mache ich. Das ist wirklich nett von dir. Ist das... Kenner des Spiels werden es bestimmt wissen. Schreibt mir einfach ja oder nein, aber ist er das? Der Boy? Der Boy? Egal, erzähl mir mehr über deine Mission. Es tut mir leid, dass ich solche Umstände mache. Ich melde mich bei dir, wenn ich deinen nächsten Missionsbefehl erhalten habe. Und bitte erzähl du auch niemanden von unserer Abmachung. Nee, alles cool, Boy. Okay, dann suchen wir die Story. Fuck, ich hätte mir den letzten Part nochmal angucken sollen. Wenigstens das Ende. Vielleicht hat der Boy ja was zu sagen. Oh, ups. Seit dem Ende des Wutankriegs kommt Direktor Lazar so gut wie gar nicht mehr von seinem Büro heraus. Verdammte Scheiße, ey. Komisch eigentlich, aber wahrscheinlich ist er mit der Nachbearbeitung der Operation zu beschäftigt. Sein Büro kommst du übrigens mit dem Aufzug. Ja, lass uns mal mit Lazar reden. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich hab mal, den Kabelsalat unten unter meinen Schreibtisch wieder sauber gemacht und Alter, das war ja so fällig. Oh, Lazard, am Ende des Krieges. Liebe Soldier-Kämpfer, ich danke für eure tägliche Mühen. Da Ende gefunden, dies verdanken wir bei Sephiroth und hier bei Soldier. Doch die Lage ist schon das weiter angespannt, denn starke Militärmächte und Anti-Shinra-Gruppierungen gibt es zuhauf. Dies ist die Kehrseite von Shinras kooperierten Aufstieg, als bla bla bla. Kehrseite, trägt dieser Appell im Herzen. Ja, okay, danke Lazard, sehr freundlich. Bekanntmachung des Präsidenten. Hiermit wird das Ende der Kampfhandlung gegen Wutai proklamiert. Dass der Konflikt mit so wenigen Verlusten und einem friedlichen Ergebnis beendet werden konnte, haben wir insbesondere Rang 1 Soldier Sephiroth zu verdanken. Unser Sieg wird uns endlich erlauben, alle Regionen mit Makroenergie zu versorgen und sie zu entwickeln. Shinra wird alles in seiner Kräften stehende tun, um auch die Menschen in den entferntesten Regionen am Wohlstand der Fortschrittsgesellschaften teilhaben zu lassen, Präsident Shinra. Ja, Wohlstand ist meistens auch verbunden mit Geld. Und das haben ja nicht alle Leute, ne? Also ich weiß auch nicht. Ach ja, Leute, ich habe fast unser ganzes Geld ausgegeben, was ich gemacht habe. Und ich habe den Schutzengel-Status, weil ich versehentlich eine Phönixfeder benutzt habe. Aber egal, Details. Ich habe mir ganz viele Soma und Ether gekauft, weil wir brauchen den Shit. Und es scheint mir so, als wäre relativ selten die Gelegenheit kommt, dass wir uns halt voll heilen können. Und das, es ist echt glückbasierend ist, ob wir unsere MP und RP aufgefüllt bekommen oder nicht. Deshalb habe ich mich mal eingedeckt mit dem Shit hier. Ich denke, das ist eine gute Idee.
Oh, ich habe direkt vor der Katze pausiert. Cool. Isaac! Oh nein, nicht Kunzel! Verpiss dich, Mann! Der Krieg ist aber zu Ende, was? Worauf du dich verlassen kannst? Ich nehme an, du hast von meinen Heldentaten gehört. Nicht wirklich, in der Firma Tanner haben sie keinen Ton darüber verloren. Und in den Nachrichten reden sie auch ständig nur von Sephirons bemerkenswerten Leistungen. Oh. Aber Sephiron war doch zusammen mit Einheit B. Tja, die Medien machen sich ihre eigenen Helden, so ist das nun mal. Toll, trampel ruhig auf meinen Träumen herum. Fein Shit, was hast du zu sagen, Kunzel? Ah, komm schon, lass dich nicht hängen, ja? Okay. Büro des Soldier Directors. Ich will mit Lazar reden. Wird Zeit für eine fucking Gehaltserhöhung, würde ich sagen, Arschloch. Oh. Congratulations. As of this moment, you're promoted to Soldier First Class. Huh. I thought I'd be happier. Understandable. Too much happened too fast. Zach, I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? My apologies. Whatever. Hey, Zack ist mal nicht. Hey, ich bin so glücklich, ich bin Zack, alles ist cool. Er macht sich scheinbar wirklich mehr Gedanken darüber, über Angel und Genesis und den ganzen Shit. Das ist interessant. Die Charakterentwicklung ist schon deutlich spürbar, Leute. Bin sehr impressed. Ich werde den Einsatz genauer erläutern, aber Zack, erst einmal solltest du dich zum Besprechungsraum begeben und dort deinen neuen Rang 1 Soldier Uniform in Empfang nehmen. Ja, das klingt gut. Neue Klamotten klingt nach Spaß. Oh, wow, ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Mal sehen, ob wir diesmal auch wirklich anders aussehen werden. Ey, das ist ja in Jeans-Kleidung. Oh. Naja, ich schätze, er hat auch nur die normale Uniform getragen. Es können 6 Materialien ausgerüstet werden! Geil! Geil! Was ist das denn für ein Clown? Bist du Zack? Ja, wieso? Als Rang 1 Soldier hast du nunmehr die Befugnis, Materia Fusion durchzuführen. Awesome! Perfekt! Und was muss ich dazu anstellen? Schau mal ins Hauptmenü deiner Steuerungseinheit. Du solltest jetzt den Menüpunkt Materia Fusion zugreifen können. Versuche es einmal mit diesen beiden Materia. Das sollte dir einen ungefähren Eindruck vermitteln. Feuer- und Eismateria, okay. Bei Fragen stehe ich dir ganz zur Verfügung. Danke, Random Forscher. Es ist nur möglich, Materia zu fusionieren. Okay, Leute, ich habe das Gefühl, das Spiel fängt gerade erst richtig an. Materia Fusion. Sagt Feuer und Eis, wa? Okay. Feuer oder Eis. Fusionieren. Bam, das wird zu Blitz. Toll. Okay, und dann machen wir Blitz und Sprung, weil Sprung werde ich eh nie wieder benutzen. Fusionieren. Bam. Blitzklinger, oh, wie cool. Okay, dann, ich habe ja noch einen Blitz ausgerüstet, dann kann ich den Blitz nehmen und, Feuer und fusionieren. Eis, wow, das suckt irgendwie. Okay, aber es ist Eismagie Stufe 2, das ist schon mal ganz cool. Was passiert eigentlich, wenn ich Eis mit Eis fusionieren, kriege ich dann Eisra? Nein, ich krieg Eis. Okay. Vielleicht nehme ich mal den TP-Verstärker und und den Konz-Verstärker und guck, was da passiert. Der TP-Verstärker. Will er mich verarschen? Okay. Nutzen wir mal Stille und Krafthieb. Stille Klinge. Es ist irgendwie ein cooler Name, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie scheiße. Egal. Okay, lassen wir das erstmal. Rüsten wir unsere neue Materie aus. Geil, Alter, das kann ich mehr tragen. Ach ja, Analyse-Materie haben wir auch bekommen von einer der Missionen. Ich weiß nicht mehr von welcher. Auf jeden Fall sehr praktisch. Jetzt können wir die HP und die MP der Gegner sehen. Sehr sexy.
Ja, die Sprungmaterie habe ich in dem anderen Ding jetzt mal ausprobiert, in dem anderen Super Special Awesome Part. Aber war halt nicht so cool tatsächlich. Ja, TP wird uns kaum was bringen. Dann bin ich, glaube ich, eher für die MP. Ja, komm. Die stille Klinge lassen wir mal. Aber obwohl, scheiß mal auf Blitz, wenn wir das Blitzschwert haben, Mann. Dann will ich lieber die stille Klinge. Andererseits haben wir jetzt kaum Magie, wo sie durch sich die MP-Sachen kaum lohnen werden. Warte mal. Da wäre TP-Verstärker vielleicht doch geiler. Weil wir haben ja nur noch Vita als Zauber. Was soll ich da mit dem Shit? Ja, komm, machen wir deinen TP-Verstärker rein. Bam. Geil. Okay. Materia Fusion ist aber echt so ein Glücksding, oder? Hab Glück oder sei kacke. Na, lassen wir das erstmal. Okay. Gehen wir zum... Fuck, ich weiß nicht. Gehen wir zurück zu Lazard? Oh, eine Mail. Okay, gucken wir da mal rein. Die unten ausgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. NG und Genesis. Ende Mitteilung. Okay, jetzt sind die also tot scheinbar. Irgendwer hat die wohl gerackt. Cool. Als ob die tot sind, Leute. Als ob. Ich geh mal dahin. Reden wir mal wieder mit den Jungen. Oh, der ist weg. Okay. Dann. Na gut, gehen wir zurück zu Lazard. Bist du sicher, dass du schon genug gehört hast? Ah, kenne ich hin und auswendig. Das wird schon passen. Nimm zwei Dinger, pack die zusammen. Vielleicht passiert was Cooles. Mehr muss ich nicht wissen. Das Verfahren der Materia-Fusion wird ständig verfeinert und ausgearbeitet. Längst sind uns noch nicht alle Kombinationsmöglichkeiten von Materia bekannt. Probier also aus, was das Zeug hält und berichte uns, wenn sich etwas Interessantes ergibt. Viel Erfolg. Danke. Ich fände es cool, wenn ich die jetzt anrufen könnte und die mir sagen würden, was ich schon ausprobiert habe und welche Materia was ergeben. Das wäre ganz praktisch. Bist du fertig mit Umkleiden? Ich weiß nicht, ich... Du musst zu sehr an Angel denken. Ich fand die alte Uniform irgendwie geiler. Ja, und meine Materia-Fusionsdiplom habe ich auch gerade gemacht. Dann komm unverzüglich zurück ins Büro. Ich werde den Inhalt des Einsatzes erläutern. Verstanden. Sephiroth muss bestimmt auch ziemlich abgefuckt sein. Ich meine, seine Freunde sind wrecked. Angeblich jedenfalls. Oh, Tutorium. Okay, Materia-Fusion. Bla bla bla. Neue Materia. Okay. Aha. Ja, gut. Für die Fusion werden SP benötigt. Ah ja, richtig, die SP. Stimmt, ich konnte die ganze Zeit damit nichts anfangen. Aber jetzt weiß ich den Sinn dieser Kacke. Diese Soldier Points. Okay. Cool, cool. Oh, lag. Ich mag das Schildergebäude. Es hat irgendwie eine beruhigende Atmosphäre, oder? Wenn man es nicht gerade infiltriert. Infiltriert? Sagt man das so? Infiltriert? Doch, ich glaube, das so hieß das Wort. So hat man es ausgesprochen. Ich denke, ich habe darin recht. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Egal. Mails! Hab mir Loveless angeschaut. Alter, Kunden sind mir doch egal. Schon gelesen? Genesis wurde als Gefallen gemeldet. Starker Shit, Alter, wenn du mich fragst. Die Jungs reden die ganze Zeit darüber. Loveless ist so cool. Okay, danke. Danke, Kunsel. Fucking Kunsel. Oh. Das ist ja wahrlich der nervigste Faggot von allen. The company has decided to eliminate Genesis and his cohorts. Habt ihr das nicht? This includes Angeal as well. And you want me to do it? No. The Shinra army will handle it. What about me? They don't trust you. They believe your emotions will hamper your judgment. Well, of course. That's why I'm going too. To kill them? An intruder. Where? Close. Sephiroth, the president. Zack, entrance. Yeah, you got it. Oh, die Mucke! Shit is real! Irgendwer infiltriert uns. Infiltrieren, das stimmt doch, oder? Okay, passt.
Ey, Sephiroth, unser bester Freund, begleitet uns scheinbar. Süßer Boy. So für ihr. Ah, nein, noch nicht. Ich speichere erstmal. Shit is real. Bam. Na, 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 na. Oder gibt's hier noch irgendwas zu klauen? Ich wette, viele Leute stürmen hier einfach raus. Da gucke ich mich hier ein bisschen um. Hast du noch was zu sagen? Kannst du mir eine mächtige Materie zu geben, die mir hilft, dein Leben zu verteidigen? Sepp, Zack, verpiss dich. Okay. Wer greift wohl an? Freaking Avalanche? Ja, sofort runter. Ja, spartiert erstmal raus. Es ist bestimmt ein Geo und Genesis, die uns wegficken wollen. Was so? Eine Fehlfunktion? Oh. Vielleicht ist irgendeine Scheiße hier los. Aber vielleicht ist im Frier das Shit. Wir überprüfen diese Etage. Das ist unser erster Anhaltspunkt. Na endlich, jemand voll Soldier, du kommst wie gerufen. Du musst unbedingt etwas gegen die da tun. Und zwar schnellstens. Gegen wen? Hey, sind das nicht Shinra-Bots? Ach, egal. Oh, was ist das denn? Alter, die haben wir in der Mission schon bekämpft, Mann. Ja! Get wrecked, Scum! Blitz sollte effektiv sein, meinst du das Elektro, also das, na, wie heißt das? Maschinen? Das war Rettung in letzter Sekunde, danke. Was waren das für Dinger? Hast du die noch nie gesehen? Das sind Wachdrohnen, die Eindringlinge aufspüren und ausschalten sollen. Wachdrohnen? Und warum greifen die bitte uns an? Ich weiß es auch nicht. Sie sind einfach außer Kontrolle geraten. Es patrouillieren noch mehr davon. Kannst du dich vielleicht um sie kümmern? Klar, die müssen auch auseinandergenommen werden. Der Direktor hat mir befohlen, das Foyer zu sichern, aber... Ja, Decker, wir müssen erstmal diese Faggots hier wegraggen. Vielleicht ist im Foyer noch andere Scheiße, aber das wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass hier Gefahr ist. Deshalb müssen wir uns zuerst darum kümmern, weil wir hier gerade vor Ort sind. Das ist jedenfalls mein Gedanke. Fucking Sephiroth hat bestimmt auch noch einiges zu tun im fucking Foyer, da kommt schon klar. Dieser Faggot. Hey, alles in Ordnung? Hinter dir, Alter. Was? Alter, wo seid ihr denn gespawnt? Activated Combat Mode. Okay, shit is real. Get wrecked, Scumps. Alter, die Wirbelattacke ist immer noch der Shit. Los, gib mir den 8 Streich. Okay, dann nicht. Gut, dann mache ich halt nichts davon. Fucking shit. Get wrecked, boys. Hey, du lebst ja noch. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Haben die Drohnen dich überrascht? Ziemlich erbärmlich, was? Ich meine, dass ich als Mitglied von Soldier vor so etwas kapituliere, Alter. Ja, selbst wir Soldier haben mal schlechte Tage. Eigentlich hatte ich aber einen guten. Oh Mann. Ehrlich gesagt, ich will das Kämpfen nicht so. Jetzt reiß dich mal zusammen, Mann! Das hier ist Soldier, kein Kasper-Theater! Es tut mir furchtbar leid, ich werde mein Bestes geben. Hier ist nicht viel, aber ich. Aber vielleicht hilft es dir ein bisschen. Hey, ein Aether! Die Scheiße brauche ich immer wieder. Danke, mein Boy. Wir sollten die Materia-Raum sichern. Ich meine, okay, dann nicht. Stell dir vor, hier gibt es Eindringlinge und die gehen in den fucking Materia-Raum. Schreie, da drin ist sicher jemand von Soldier. Ja. Ja, vor allem die normalen Mitarbeiter, denen muss man doch auch den Arsch retten. Generalangestellte, was machen die hier? Zurück! Get wrecked, Scums! Die Wirbelattacke ist einfach so MLG Pro! Fickt euch! Bam! Ich komme mir etwas über Levels vor. Was haben wir jetzt sich hier zu suchen? Spezialtraining? Nun, also die Forschungsabteilung hat das Training, hat den Trainingsraum den ganzen Tag genutzt. Deshalb sind wir für Wartungsarbeiten gekommen. Ich trau euch keinen Scheiß, Alter. Wartungsarbeiten zu zweit und in dem Aufzug? Ich flehe dich an, du darfst niemandem erzählen, was du hier gesehen hast.
Oh, sie haben es miteinander getrieben. Ich schweig wie ein Grab. Ja, treib's doch, ist mir egal. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Ich kann meinen Dank nicht in Worte fassen, nur dies als Dank mal zeig meine Erkenntnis. Ja, 5000 Geld, cool. Okay, hopp ab. Zack, wo steckst du gerade? Oh, tut mir ausgesprochen leid, Herr Direktor, aber ich bin noch auf der Soldier-Etage. Begib dich unverzüglich zu Feuer. Der Feind ist in Scharen eingedrungen. In Scharen? Alles klar, bin unterwegs. Enttäusch mich nicht. Okay, Leute, jetzt, wo hier alle sicher sind, bewegen wir unseren Arsch und gehen zum Feuer. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehandelt habe, um ehrlich zu sein. Der Direktor hat mir befohlen, das Zivil zu sichern, aber... ist wohl besser, ich mach das jemals... vielleicht kann ich hier noch jemanden helfen. Nee, ich glaube, wir haben alles abgesucht. Ich denke, das ist safe. Wir müssen uns beeilen und die Leute retten. Werden unsere eigenen Maschinen gerade ernsthaft gegen uns benutzt? Verdammte Scheiße. Wieso greifen Shinra-Waffen das Shinra-Gebäude an? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, die Leute werden so gerackt. Scheiße, wir hätten hier schneller hinkommen sollen. Ist das Genesis Werk? Ich sag doch, Genesis und Dengil wollen uns wegficken. Get wrecked, Scump. Faggot. Oh, shit. Nimm das! Later! Get wrecked, Scump! Ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Genies Kraft brauche, aber hey, was soll's. Immerhin halt uns das ein bisschen. Ist schon ganz gut. Prove your honor to me. I got it! Bam! Okay, ein bisschen weniger. Bam, bam, bam. Scheiße, jetzt kommt mir so vor, als war es ein Fehler, erstmal nach dort zu gehen. Aber dann wären diese anderen zwei Leute tot. Aber achtet mal, wie viele Leute hier einfach sterben. Wir hätten hier früher hinkommen sollen. Scheiße. Verflucht, das ist echt eine Plage. Ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Oh Mann. Fucking shit. Alter, der Player kriegt erstmal eine stille Klinge ab. Oh, oder die bekommen erstmal einen schweren Angriff. Das geht auch. Ja, yeah, komm, bleib stehen. Alles klar, cool. Bam, 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 bam. Schwertkörper Stufe 2. Here we go. So, ihr könnt zaubern, ihr Faggots. Finde ich uncool. Wo ist der andere Scump? Da drüben. Ah, nein. Fuck. Okay, vielleicht können wir jetzt erstmal um die Bots. Alter, ich werd so geraped hier. Okay, heilen wir mal. Wo ist der andere Faggot? Ist der schon weg? Haben wir den schon gerackt? Ich hab aber nicht aufgepasst. Nein, haben wir nicht. Los, Angel, diesmal brauche ich deine Scheiße. Ach, komm schon. Ich hab Trollen. Fucking Sephiroth. Was macht der Junge eigentlich? Wo ist Sephiroth denn? Naja, vielleicht hat er sich auch entschieden, nicht erstmal nicht ins Feuer zu gehen, sondern jemand anderen zu helfen. Oh, Mann. Ich wette, er sucht gerade Angel und Genesis. Die würden nicht einfach ihre Sklaven hier hinschicken direkt. Hey, level up. Awesome. Here we go! Schlätz! Wie, der existiert noch? Will er mich verarschen? Das ist unsere krasse SP oben. Richtig heavy. Alter, noch ein Level up! Hype! Awesome! Schwertkörper Stufe 2! Das ist gut genug. Also die Viecher sind schon etwas stärker geworden. Okay, der Typ ist fast tot. Den kriegen wir easy. Bam! Wrecked! Was? Da kommen ja noch mehr!
Take that! Scherbt! Ja, okay, zwei Schläge und die Viecher sind eh tot, also alles cool. Zack, Schlitz, later! Oh, ein paar von den Playern. Und cool. Du sollst nicht zaubern! Ja, du bist mir egal. Du sollst nicht zaubern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind immun gegen Stille. Ich weiß, sonst würde das noch stehen, oder? Keine Ahnung. Rang wir erstmal diese Faggots, weil die können zaubern und das ist ekelhaft. Stirb! Hey, Soma, awesome, brauchen wir. Leider! Fucking shit! Oh Gott! Hilfe! Alter, wir sind jetzt Soldier Level 1, ja? Keine Chance für diese Faggots. Ich wollte eigentlich den anderen angreifen, aber danke, Zack. Getrackt! Fuck, ich glaube, ich mache mehr Schaden, wenn ich einfach normal aufs Maul gebe. Alter, die werden so weggeraped, ne? So wie ich, aber ich kann mich heilen im Gegensatz zu ihnen. Easy win. Okay, das Spiel ist zur Hälfte tot. Beenden wir es. Magische Resistenz. Genau, da sehe ich hier keine Wolle-Wizards, Alter. Alter, 1200 plus 700. Shit ist einfach real. Viel Schaden wir einfach machen, ne? Zwei Level ab, wie viel das ausmacht. Und die kritischen Treffer natürlich. Bam! Conflict Resolved. Sephiroth! Bei dem Eindringling handelt es sich um Genesis-Repliken. Vermutlich steckt Holländer dahinter. Bitte wer? Holländer? Holländer, ein schönerer Wissenschaftler, der mitsamt der Replizierungstechnologie vor kurzem verschwand. Willst du damit andeuten, dass dieser Holländer und Genesis unter einer Decke stecken können? Durchaus möglich. Aber warum? Holländer konnte seinen Anspruch auf die Leitung des Forschungsabteilungs nicht geltend machen. Seither hegt der Groll gegen die Firma. Vermutlich ist Rache sein Motiv. Wie erbärmlich. Und Genesis soll diese Heulsuse unterstützen? Ich möchte es eigentlich nicht glauben, aber... Dann glaub es nicht. Ja, du hast recht. Zack, mittlerweile sind auch in Sektor 8 Genesis-Repliken gesichtet worden. Kriegt eine Arbeit für uns. Yo, gehen wir. Alter, die scheiß Zivilisten werden auch noch weggerackt. Sieht überall aus. Wir sollten uns aufteilen. Das Spiel unterstützt keine mehreren Leute, die gleichzeitig kämpfen. Meine Rede! Oh, Musikwechsel. Klingt nach dem Boss. Hold on, I'm a coming. Sector 8 is Turk's jurisdiction, slick. You've got to be kidding me. Song, do something. There's no need for concern. Huh? Okay. The other areas. Midgar's just crawling with nasties. Soldiers having difficulties. Reno, rude. Just say the word. Go. Yes, sir. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. You're a Turk too? I'm Cisne. I'm Zack. Pleasure to meet you. Zack, aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the offer, oh, but... how generous. Well, Sung, Zack, I gotta go. Ist okay, fahren uns einfach ins Wort. Freaking Cisne wurde ins DBW Matrix hinzugefügt. Cool. Ein emotionaler Schub hat die DBW verstärkt. Ist ja nicht so, als wäre schon super stark.
Das ist so. Ich meine, Leute, ich würde sagen, das war's für heute für Final Fantasy 7 Crisis Core. Ich hoffe, der Part hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich schalte demnächst auch wieder ein. Wenn das heißt, verteidige ich fein Midgar gegen fein NG Genesis Dream Team Tech Team Midgar Replika Armee und Maschinen von Shinra. Ja. Wortgewandt wie immer beendet. Okay, bis dann, Leute. Ciao.